Doma! Du musst den Tank doch auspacken. Der lässt sich dann besser rollen, dann ist der rund und nicht mehr viereckig. Ach so, ja, was macht natürlich Sinn, ne? Ein wundervoller guten Morgengruß geht raus an alle Nagelstudio-Süßwarengebäcke oder die, die es noch werden wollen. Da hinten quietscht ein Hund. Du, Maletti, du musst den Hund mal ölen. Oder alle, die es noch werden wollen, ihr müsst dazu nur da unten das Abo, links oder rechts, ich weiß gar nicht, drücken, rechts. Rechts Abo drücken und in der Mitte irgendwo ist die Glocke, die wird auch aktiviert, wenn ihr zu uns gehören wollt, ne? Selbstverständlich. Was haben wir denn? Hier ist der Quietscher. Was? Hier ist der Quietscher. Quietschboy. Wo ist denn her? Ich gefunden, wo uns ein Aufenthaltsraum. Das ist ein Königsbudel. Ein Königsbudel, genau. Der ist aber nur zu Gast hier, der gehört nämlich Malettis Mutti. Bring ihn mal wieder, ne? Ja, bring ihn mal wieder weg. Du sollst hier Autos umgusten und nicht Hund kuscheln. Du bist gemein. Nein, bring ihn mal. Dann zeig mal lieber die Autos, die du machst. So, ja, Technik-Erklärbär-Videos. Ja. Sind nicht so besonders gut angekommen aufgrund der keine Ahnung, Klickzahlen und so, nichts Besonderes, sind relativ wenig angesehen worden, war mir aber im Prinzip klar. Es ist eben halt schwere Kost, ne? Und es ist natürlich auch ein bisschen anstrengend, sich das anzugucken und zu versinnbildlichen und so viele Technik-Freaks, die ganz tief in die Gemischaufbereitungsmaterie und alles vom Viertaktmotor und so einsteigen wollen, gibt es natürlich auch nicht. Ne? Es ist natürlich immer einfacher, sich eine Tafel Schokolade reinzudrücken, anstatt eine Karotte zu futtern. Ne? Und genauso, das sagte ich ja von wegen schwere Kost. Ne? Königspudel. Das ist hier ein Zoo manchmal. Maletti macht hier manches Mal ein Zoo raus. Ne? Nein, das Gasthund. Wolltest du jetzt mal zeigen, was du so gemacht hast? Ich mache einen Dodge Ram. Dafür steht dieser fette Tank da vorne. Das ist voll schwer. 720 mal 340 oder was, ne? 125 Liter. Ja, wollen wir nicht hier in der Halle hier erstmal anfangen? Ich würde einfach rübergehen. Ja, okay, gehen wir erst rüber, kein Problem. Und dann gehen wir zu unserem wunderschönen Ritschlutsch, ne? Genau, dann gehen wir einmal von hinten nach vorne. Genau. Oh, der ist aber hoch. Ja, der macht da überhaupt keinen Spaß. Der hat irgendjemand mal ganz schlau die ganze Stoßstange angewachst. Das hat er extra gemacht, ja, weil... Super. Deine Hose sieht dementsprechend aus, ne? Ja. Das hat er extra gemacht, hat er mir erklärt, weil diese Chromstoßstangen, die haben immer irgendwie Steinschläge gekriegt. Und wenn die Steinschläge gekriegt haben, haben die gerostet wie Sau. Deswegen ja, hat er das sieht auch nicht viel besser aus als Mike auch. Sanders drauf gemacht. Das ist vielleicht ja nur eine Übergangslösung für ihn. Vielleicht lässt er sich da noch was anderes einfallen. Ja, ne? Bedankt sich. Also, richtig hoch, richtig breit. Dodge Ram 2500 mit dem typischen 5.7er Hemi-Motor. Ne? Mal sehen, sieht man nichts. Dümchen hat den, ich versuche hier mal drauf zu klettern, warte mal. So, ich bin alt, ich kann so eine große Stufe nicht mehr auf einmal nehmen. Hast du alles fertig, Frontkit, ne? Vorne ist fertig. Jetzt. Ganz schön duster hier. Ja, siehst du, hast du die Kamera wieder umgestellt, dass man wieder was sieht? Ich habe eigentlich was umgestellt, eigentlich ist es hell genug. Ja, eigentlich ist gut. Aber man sieht nichts, ne? Hast du eine Lampe hier? Ja. Gib mal Lampe her. Alles komplett versteckt wieder, ne? Sag mal her, ich halte mal die Lampe hier so. So ist es besser, ne? Ja, da unten. Steuergerät da oben? Da unten ist ein Verdampfer hingebaut, ne? Ja, Steuergerät ist da ganz oben. Ja. Ah, okay. Ja. Und die Elektoren hier. Ja, alles unten drunter, ne? Tank kommt noch drunter. 125 Liter Tank. Ist halt, wie gesagt, der 5.7 Hemi. Und da kriege ich ja natürlich auch immer Anfragen beim 5.7 Hemi. Die wollen eine 5.7er Hemi-Umrüstung haben mit zwei Verdampfern. Das ist wie gesagt Quatsch. Sprints gibt denen in der Dedicated auch mit einem Verdampfer an. Und wenn man alles richtig macht, reicht ein Verdampfer absolut. Ich tendiere nicht zu zwei Verdampfer. Zwei Verdampferlösungen, habe ich schon ein paar Mal gesagt, sind eher schlecht. Müssen immer nachsynchronisiert werden und. Soweit es irgendwie noch geht, so ein bisschen über 400 PS nehmen wir einen Verdampfer. Und das reicht vollkommen. SAT 6.4 hier bei dem Grand Cherokee 6.4er mit 480 PS, da ist Schluss. Also da müssen wir auf jeden Fall... Und glücklicherweise den EVP-Verdampfer heute nehmen, ne? Den wir heute haben. Ne? Ritchie! Armin! Neue Ansaugbrücke und Eingasung schon fertig? Direkt. Ja, das ist jetzt mal wieder ein schöner 211er mit dem M272 und die Kunden, die neigen heutzutage dazu. Wir haben ja damals hier diese Problematik gehabt mit diesen Kunststoffarmen und so. Und ich sage jetzt mal, bei so einer Größenordnung von irgendwas bei 200.000 Kilometer brechen diese Arme ab und alles. Und da gibt es ja diese eBay-Upgrade-Kits.
für die Arme, dass man quasi die Kunststoffarme wegnimmt und man nimmt Aluminiumarme. Da haben wir dann eine Zeit lang zu den Kunden gesagt, okay, wenn ihr uns das auch zur Umrüstung bringt, die andere Brücke nehmen wir sowieso raus, dann bauen wir eben halt die Kunststoffarme gegen Aluminiumarme, tauschen wir die eben schnell aus. Problem ist, wir hatten das jetzt schon ganz oft, dass irgendwelche eBay-Arme überhaupt nicht passten, die haben nicht funktioniert. Schaltrockrohr sowie auch hier diese Klappen, diese Drallklappen-Krams da. Und passte nicht, dann mussten wir doch wieder Kunststoffarme reinbauen. Oder die Schrauben gingen nicht raus. Oder die Schrauben gingen nicht raus, genau. Oder die Schraubenköpfe haben wir abgerissen, also das war ganz großer Müll. Ne? Dann haben wir gesagt, nee, wir machen es nicht mehr, wir bauen die nicht mehr auf Aluminiumarme um. Ihr könnt aber uns ein neues Saugrohr mitbringen, bauen wir ein neues Saugrohr aus. Das ist natürlich auch so eine Größenordnung von 700 Euro oder was das kostet. Ne? Ja, aber die macht die Schraube echt nicht raus. Das ist eine verzinkte Schraube in Aluminium. Ja, das ist immer sehr schlau. Ne? Sehr schlau. Machen natürlich viele. Dann fressen die ganzen Gewinde beim Rausdrehen und dann stehen wir da mit einer kaputten Ansatzrückkehr. Ja, das machen auch viele Autohersteller. Diese blöden verzinkten Schrauben immer in Aluminium drehen. Ne? Macht natürlich auch total viel Sinn. Ne? Ja. Na, ist eben halt eine originale Pierburg-Ansaugbrücke, hat der Kunde mitgebracht. Und wir bauen die dann natürlich auch rein. Eingasung ordentlich setzen und fertig. Ja, gut. Ja, bist noch am Kabel kämpfen, ne? Ja. Ja, hier haben wir wieder den typischen, dieses Jahr, ich weiß nicht, ich glaube, wir können sie nicht mehr zählen, ne? Also 30 Stück, wir haben sie noch nicht mal alle gefilmt, ne? 30 Stück haben wir von dem auf jeden Fall gemacht, ne? 6.4 SRT, 480 PS, also Prinz VSI rein, bei dem Auto lohnt sich das natürlich auch mega und ja, und da den haben wir mangelt es natürlich auch an Kunden nicht von dem, ne? Ja. Nee, hier ein schöner Volvo, was ist das, ein V70? Das ist ein X70. XC70, genau, mit einem 3,2er Sechszylinder Saugmotor. Ja. Ist ein wunderschöner, ewig haltbarer Motor. Überhaupt kein Thema, das Auto, ne? Reserveradmuld ist ein bisschen blöd, ne? Reserveradmuld ist echt ein bisschen. Kriegst du, ja, klar. Kriegst du so viel nicht rein, ne? Nee. Also heute haben wir erst Dienstag, so viel ist noch nicht fertig. Doma hat bei dem Rem den Motorkit jetzt erstmal fertig gemacht. Tanken muss noch drunter und dann geht's. Der Motorkit kommt natürlich nicht da rein, der war aber einfach nur zum Abmessen. Genau. Hier werden 630 mal 220 reinkommen mit. Um die 40 Liter hat der noch. Echt? Hm. Netto? Hm. Netto? Ja. Und brutto 60 oder sowas, ne? Nein. Andersrum. Wie, 40 Liter Tank? Ja. Oh, weil der diese blöde... Nimm den mal raus. Da kann man mal sehen, was der für eine blöde... Der ist schwer. Ja, genau. Ich würde dir helfen, aber ich habe nur eine Hand frei. Der hat echt eine katastrophale Mulde, ne? Also wenn man da einen richtig gescheiten Gang müsste man die ganze Mulde umbauen. Aber das geht wahrscheinlich auch nicht wegen den Auspuffrohren, ne? Genau. Naja, das ist eine Katastrophe. Ich habe gesagt, hier komm, mach ich das weg und dann passt der größere Tank an. Aber dann habe ich hier hinten noch die Beule. Das ist ja echt blöd. Haben wir bei Volvo viel, ne? Mhm. Manchmal haben sie auch diesen Topf da drin, den wir dann schon rausschneiden und machen ein Blech rein, ne? Ja gut, das geht ja noch, ne? Naja, gut. Ist doof. Ja, wie gesagt, hier SRT ist kein Problem. Da haben wir riesig Platz. Da passt irgendwie ein 80-Liter-Tank rein oder so oder noch größer. Das ist überhaupt gar kein Thema. Biani schon vorbereitet alles, ne? Naja, und ein 211er ist auch kein Thema. Da passt auch immer ordentlich was rein. Das wisst ihr ja. Was? Ach, der will den 7-Sitzer auch behalten? Der behält den 7-Sitzer. Ja gut, dann geht ein 680x240 noch rein, ne? Mit wie viel Liter hat er? 70 oder was? 74 ungefähr. So ungefähr, ne? Ich hab das nicht immer ganz genau im Kopf, immer noch ungefähr. Ja. Gut. 211 ist immer ein schönes Auto, ne? Ach so, übrigens, ja, den von Susewind. Wir hatten euch ja versprochen, dass wir den am Samstag war es, glaube ich, von Susewind abholen. Der Autohändler hat mir dann eine SMS noch geschickt und sagt, das Auto wäre verkauft, ne? Vielleicht hat er den nicht verkauft. Also, das ist ja die Frage. Der Fahrer ist ein 320er gewesen. Baujahr 2003 mit original 156.000 Kilometern. Ich sage, ist es nachzuvollziehbar? Ist Serviceheft alles bei? Ja, Serviceheft hat der Besitzer noch. Das hat er verbusselt. Er sucht das jetzt gerade noch. Kenne ich diese typische Ausrede alles. Ne? Er kannte mich auch, als ich angerufen habe. Hannover eben halt, wie gesagt, ne? Irgendwie, keine Ahnung, von YouTube. Und vielleicht hat er auch Angst gehabt, dass wir das entlarven irgendwie. Vielleicht ist das Auto nicht in Ordnung gewesen. Ich habe auf jeden Fall eine Stunde später, nachdem ich einen Termin gemacht habe, hat er mir eine WhatsApp geschrieben oder beziehungsweise eine SMS geschrieben, dass das Auto verkauft wäre. Also brauchten wir uns hier nicht angucken. Also wir suchen für Suse noch einen schönen, hier, so einer, ne? Nur eben halt einen M112 oder M113 Motor. Die C-Klasse will er nicht haben. Er will doch, hat er noch gesagt. Ja? Ist egal. C-Klasse oder E-Klasse? Ja, das ist ja geil. Schön 211er Kombi in dunkel, innen dunkel, außen dunkel, M112 oder M113 Motor sucht. Und da Suse noch, also wer noch einen hat. Es gibt kaum welche momentan, ne? Ich sag ja nicht.
Wobei man natürlich auch sagen muss, kurz vor Weihnachten ist natürlich auch klar, dass so viele Leute ihre Autos nicht inserieren. Ne? Ja. Ja, wir haben noch eine ganze Menge zu tun hier. Wie gesagt, wir haben noch einiges an Frontkits hier, aber wir kriegen auch noch eine Lieferung. Ne? Ein, zwei, drei. Ah, sind auch schon welche, ne? Dieses Jahr ist rum. Wir kriegen noch eine Lieferung, weil wir ja zwischen Weihnachten und Neujahr noch Besuch aus Hamburg kriegen, ne? Aber das werden die Jungs euch wahrscheinlich auf ihren Videos auch nochmal selber sagen. Ja, sind wir erstmal sonst soweit durch. Kaffee haben wir getrunken. Ich kümmere mich jetzt um meine E-Mails, um dieses Video. Volvo ist wie gesagt am Start und dann haben wir noch... Lexus. Nein, ein Lexus, den können wir euch auch nochmal zeigen. Die stehen unten und was noch? Ein Corsa oder so, ne? Oh, das Wetter ist heute so schön, noch gar nicht kalt, ne? Erstmal, wenn ich runtergehe, denke ich mal, der ML steht hier. Ja, ja, genau. Sieht ähnlich aus, ne? Aber... Ja, aber nur von Weitem. Nur von Weitem. Dann doch ein bisschen anders, ja, ne? Lexus. GX 470. Und da ein kleiner Corsa, ne? Ja. Dings muss auch noch gemacht werden. Crownwick. Feuerwehr müssen wir noch... Venturi-Anlage irgendwie ein bisschen machen. Also, ihr wisst es ja, wir haben genug zu tun. Das ist jetzt Vorweihnachtswoche. Wir haben noch reichlich auf dem Zettel und... Dann ist endlich für uns, Ende dieser Woche, ist für uns Betriebsferien. Ne? Da kriegen wir nur noch Besuch aus Hamburg von zwei jungen Männern, die ihre beiden AMG 63er umrüsten wollen bei uns selber. Da gibt es noch einige witzige Videos. Und ja, und mit anderen Videos werden wir euch auch zwischen den Feiertagen und so noch ein bisschen auf dem Laufenden halten. Weil wir sind ja da irgendwie, ne? Irgendwie was machen wir. Ne? Am Haus haben wir ja auch noch so viel zu tun, ne? Ich habe ja noch Familie, so ein paar Kleinigkeiten müssen wir noch machen. Ach, ich muss mich um Heizöl kümmern. Heizöl ist alles, ne? Alles klar, meine Lieben, bis später. Tschüss.